Knockout, der deutsche Wrestling Talk, seit einem Jahr, präsentiert von moonsault.de. Mein Name ist Ingo Vollenberg, ich begrüße euch zu dieser geschichtsträchtigen Ausgabe direkt vor der Sommerpause. Ironischerweise nicht mit einer überbesetzten Besetzung, wie auch immer, egal, auch nach einem Jahr bin ich nicht eloquenter geworden. Aber an meiner Seite heute, Tarkan Aslan. Er ist Tag Team Wrestler, ist Tag Team Champion von der German Wrestling Federation, sehr erfolgreich in seinem Metier. Und er spricht heute mit mir um den über den WWE NFL Draft ist Tarkan Aslan auch ein großer Fan absolut, von. Absolut. Genau, das heißt, das Gewechsle und Gedrafte und das Aussuchen ist das, was wir heute schwerpunktmäßig besprechen wollen. Zuvor mal ganz kurz, also ja, tatsächlich, wir kommen seit einem Jahr, also vor zwei Tagen war es genau ein Jahr, dass wir mit der allerersten Knockout-Gabe gestartet haben. Damals auf dem Kanal der German Wrestling Federation. Ich hätte auch gerne eine große Jubiläumsausgabe gemacht, aber die kommt dann bei den 100 Ausgaben. Es gibt hier nichts zu trinken, nichts zu essen. Da bist du ein Chef. Es ist heiß in Berlin. Es ist Sommer, ja, es ist nicht mal heiß. Eis. Nicht mal Eis kriegen wir hier. Genau, nicht mal Eis. Wir gehen in die Sommerpause und wir wollten uns einfach, die anderen Jungs sind schon in der Sommerpause, wir wollten uns noch einmal melden und standesgemäß auch von euch verabschieden hier. Sind wir sozusagen die zwei Einzigen noch in ganz Berlin, die so ungefähr Catch-Repräsentation. Wir halten die Stellung im Berliner Catch. Bevor es dann auch in Urlaub geht. Ich absolut. Bin ab Sonntag. Aber ein Jahr, danke weg. Euch. Ab Sonntag fliege ich weg. Jahr, danke euch, auf jeden Fall. Also, ich kann mich erinnern, als wäre es erst ein Jahr her, die erste Sendung. Ja? Du warst in der ersten Sendung gleich dran. Ich weiß. Ich glaube, ich kam, weiß ich gar nicht. Meine erste ich glaube, in der vierten. Kann sein, mit Wallandi und so. Ja. Ich habe mich noch angeschubst hier. Genau, in der ersten Sendung waren damals Wallandi, Zanti, Ahmed Chair, Crazy Sexy Mike und meine Wenigkeit. Ich glaube, wir haben die ersten zwei der Ausgaben gemacht. Dann kamen wechselnde Gesprächspartner. Tarkan Aslan, Lucky Kid haben sich dann gehalten. Grüße an Lucky Kid nach Japan rüber. Sehr aktiv im Jojo von Taka Michinoku. Absolut. Genau, und kein Teil Dojo heißt es, ja? Der Michinoku, Michinoku Pro. Michinoku Pro ist die Liga. Ja, ich glaube, kein Tai Dojo ist das Dojo. Genau. Verbunden, ne? Genau, okay. Genau, also Lucky, grüß dich, viel Erfolg dort drüben. Genau, ansonsten spannen alle aus. Wir machen in Berlin weiter mit Battlefield am 3. September. Und Women's Wrestling Revolution am Nachmittag, Battlefield am Abend. Wird eine ganz, ganz große Geschichte. Es gibt einfach eine Menge, was wir machen wollen. Wir müssen mal wieder die Batterien ein wenig auftanken, damit wir für euch auch richtig fit sind. So, ja. Wir sprechen über den Draft. Und wir haben es uns heute sehr, sehr einfach gemacht. Wir haben schon im Vorfeld sehr am Diskutieren. Ja, wir haben uns fast die Köpfe schon eingeschlagen beim Aufbauen hier. Wir wollten uns genau, aber jetzt, also Tarkan ist SmackDown, haben wir überlegt. Ich bin Raw. Genau. Genau. Und wir machen euch das jetzt mit einem Geschmackhaft. Und ihr könnt am Ende sagen, so, wofür euch am ehesten entscheidet, so, was euch denn besser gefällt. Welches Roster ist das stärkere? Welche Picks waren die besseren? Das, ja, Raw ja so den Pick Nummer 1 hatte. Come on, weißt du, ich meine. Aber SmackDown hat sehr, sehr smart gedraftet. Und, siehst du so. Gut, willst du anfangen? Dann mach doch mal SmackDown. Ja, wir fangen mal, bevor wir überhaupt mit dem Draft anfangen, weil das ist Raw, du hattest den ersten Pick. Sprechen wir mal über die GM und den anderen, also den kleineren GM. GM und Commissioner. Genau. Also Mick Foley und Stephanie McMahon und Daniel Bryan und Shane. Wer hat gewonnen? Muss ich noch mehr sagen? Ich könnte aufstehen und gehen und ich hätte jetzt schon gewonnen. Daniel Bryan als Commissioner. Shane McMahon als GM. Are you kidding me? Der eine hat vor kurzem mal WrestleMania ein Hell in a Cell Match gehabt. Und der andere ist vierfacher WWE World Champion. So, was bringen deine beiden zusammen? Stephanie McMahon, Frau von Triple H. Stephanie McMahon ist die Frau von Triple H. Seit Jahren lang leitet sie World Wrestling Entertainment. Sie steckt mit ihrem Charisma locker ihrem Bruder und den ehemaligen Heavyweight Champion in die Tasche. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Mick Foley, auch sehr charismatisch. Ich finde die Konstellation mit einem smiling Mick Foley und einer Stephanie, die ganze Zeit auf Krawall aus ist, aber damit nicht durchkommt,
finde ich im Moment katastrophal, fand ich aber viel unterhaltsamer als die beiden Knalltüten auf der anderen Seite. Ganz im Ernst, wenn Stephanie McMahon so eine Charisma-Bombe ist, warum hat sie nicht im Hell in a Cell gegen Undertaker gekämpft? Ja, jetzt können wir auch nachher zu Cesaro kommen, was der gesagt hat, es sollte nicht um die Leute gehen. Und es ging in dieser Show um diese Leute. Du machst gerade deine eigene Show kaputt. Es ging um diese 2-gegen-2, die da standen, und um die sollte es nicht gehen. Deswegen sage ich, ich habe eine Hardcore-Legende und ich habe die zukünftige Chefin, die Frau Nummer 1, an der Spitze. So, aber über die möchte ich nicht sprechen, weil um okay, die soll es nicht bitte. Gehen. Ich würde sagen, jeder von uns nennt so ein paar seiner Picks, abwechselnd natürlich, es ist ja ein Draft. Und du erklärst mir den Hintergrundgedanken, warum, wir sollten natürlich mit dem Number One Pick anfangen, warum ja. das so der stärkste Pick ist, den man picken konnte. Ja, gut, also, Pick Number One für mich völlig nachvollziehbar, Seth Rollins. Der Mann, der im Ring durchweg überzeugt hat, der im letzten Jahr die Company so auf seinen Schultern getragen hat, dass sein Knie nicht mehr gehalten hat. Der Mann, der den Titel sich wieder zurückholen wird in diesem Jahr, am Wochenende bei Battleground wird er sich den Titel wahrscheinlich schon wieder zurückholen, mit ziemlicher Sicherheit, denke ich doch mal, und sonst spätestens beim SummerSlam. Und ja, also er ist charismatisch, er ist wrestlerisch eine Bombe und ich finde, er ist ein völlig nachvollziehbarer Number One Pick. Absolut, kann ich irgendwo verstehen, absolut. Da habe ich auch mein Ambivalente zu und das kommt später, denn mein erster Pick oder der erste Pick von SmackDown ist der aktuelle Champion. Und es gibt nichts Smarteres, als den aktuellen Champion zu picken, weil es hat einen Grund, warum dieser Mann Champion ist. Es muss einen Grund haben. Man wird ja nicht einfach so Champion. Das heißt, dieser Mann hat schon was geleistet und in jedem Rennen, in das er reingeht, ist er der Titelverteidiger. Er muss ihn sich nicht erst erkämpfen und er muss nicht irgendwie drauf rumreiten, ich habe einen kaputten Knie und so. Nein, er ist der Champion. Das ist Punkt. Das ist Fakt. Das kann man ihn einfach nicht nehmen. Und, seien wir realistisch, dieser Mann ist, was Charisma angeht, ich glaube, das ist seine größte Stärke. Absolut. Von daher. Sehe ich also auch so. Also der Nummer 1 Pick, das ist wirklich der Champion, an die Nummer 2 fällt sozusagen, weil SmackDown hat er das zweites gedraftet. Ja. Ist hilarious. Man müssen wir sagen, auch sehr, sehr genau, danken. Also die Ausgangssituation war ja da sehr smart. Bei Raw im Main Event hatten die beiden das Match gegeneinander. Die Schultern waren beide nach diesem Top Rope Superplex auf dem Boden. Es gab den Pin und sozusagen ein Draw. Damit ist Ambrose Champion geblieben, aber er hat Seth Rollins nicht besiegt. Das Rematch wurde festgelegt fürs Ende von SmackDown. Der Pick musste kommen. Das heißt, es ist natürlich klar, okay, Ambrose konnte wieder Rollins nicht besiegen. Das heißt, man hofft natürlich, dass der Mann, dass Seth Rollins ihm den Titel abnimmt einfach und man den Titel dann bei Raw hat. Es ist Pokern. Ist das Poker? Absolut, absolut. Ich will euch dazu was ganz kurz sagen. Hier klingelt ein Telefon, ich werde mal drangehen. Tarkan, sprich mal weiter. Okay. Ich will euch dazu eine ganz einfache Ambilanz liefern, und zwar folgendes. In der NFL, der letzte Super Bowl Champion kommt aus Denver, und zwar die Broncos. Und sie haben einfach nur durch die Defense bestochen. Im Finale, im Super Bowl, haben sie gegen die Carolina Panthers gespielt. Die Carolina Panthers waren eigentlich so das super Überteam und jeder hat gesagt, okay, die laufen da so durch. Die Broncos haben keine Offense, sind ziemlich alt und wir werden die besiegen. Faktus ist, Denver ist Champion, Super Bowl Champion, World Champion. Dean Ambrose ist Champion, World Champion. Das bleibt unterm Strich, das kann uns keiner nehmen. So, gut, genug gehypt, denn sofort ist der nächste Titel mal zu Raw gegangen mit Charlotte, WWE Women's Champion. Und zack, hat man die dominanteste Dame aus dem gesamten Kader sich einverleibt. Smarter Pick, sie ist athletisch, sie ist charismatisch, sie ist ungeschlagen. Gar keine Frage. Absolut. Charlotte ist one of a kind, wenn es darum geht, um die Women's Division. Ein smarter Pick, ja. Nein, bei dem Talent, was noch mehr auf dem Zettel da ist, was noch da saß, was man sich noch draften konnte. Hätte keinen besseren Pick geben können. Pick Nummer 2, und da haben wir es. Wir haben sozusagen die Version von Seth Rollins, nur ein wenig erfahrener. Und zwar, dieser Mann war Champion in Japan, dieser Mann war Champion bei Ring of Honor, dieser Mann war Champion. Also es gibt TNA, er hat TNA quasi zu dem gemacht, was TNA war. Dieser Mann, AJ Styles. Ihr habt Seth Rollins, absolut herausragendes Talent, AJ Styles, auch one of a kind. You are. Ja. Verstehst du, was ich meine? Also. Ich verstehe, was du meinst, und AJ Styles als Pick zu diesem Augenblick fand ich völlig nachvollziehbar. Nicht nur nachvollziehbar,
AJ Muss Styles ist die Antwort auf Seth Rollins. Guter Pick. So, jetzt kam der Pick für Raw. Nummer 3, Finn Balor. Meiner Meinung nach ganz klar der Pick, den SmackDown eigentlich hätte haben müssen. Finn Balor ist folgendes. Finn Balor ist ein herausragendes Talent, aber Styles ist erfahrener in den Main-Shows. Absolut. Trotzdem, das soll die Wrestling-Zukunft sein. Man hat uns gesagt, SmackDown, die Stars von morgen, die Leute, die nach oben kommen. Da kommen wir später zu. Da habe ich, hab ich noch einiges im Petto. Raw hat sich Finn Balor geangelt. Wieso hat sich Raw bitteschön nicht John Cena geangelt? Das ist der springende Punkt. Weil Pick Nummer 3 von SmackDown, John Cena, das Aushängeschild der WWE des letzten Jahrzehnts. Ey, come on. Das ist ein Stil. Pick ja, Nummer 6, aber, Stil. Das nennt man Stil, Baby. Und das, aber sie wollen sehr, die sehr Leute spannend. Fördern, die unten sind, neuen Leuten die Chance geben, die jahrelang überblickt worden waren. Das haben Daniel Bryan und Shane McMahon gesagt. Sie haben gesagt, bei uns kommen die neuen Talente nach oben. Wir gehen nicht auf Nummer sicher. Wir werden fördern, wir werden uns auf ja, neue Blutkonstellen. Ja, aber was brauchst du, um Leute zu fördern? Cena. Was brauchst du, um Leute zu fördern? Du brauchst Leitwürfe. Du brauchst Veteranen, die dir vorauslaufen können. Mit Veteranen meine ich jetzt überhaupt nicht alt. Man ist im Football auch ein Veteran, wenn man 2 Jahre erst Football spielt, sozusagen. Du brauchst Veteranen, die vorauslaufen können. Du hast sie jetzt mit Styles, du hast sie jetzt mit John Cena und auch mit dem nächsten Pick, wenn ich jetzt mal vorgreifen darf, ja. Mit Randy Orton. Du hast Veteranen, die den jungen... Randy Orton, direkt der Nächste. Die den jungen Leuten... Also ich fand die Wahl auf Cena fand ich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich, Stil. Aber dann direkt nochmal Randy Orton folgen lassen. Ich empfinde das als, wie gesagt, du hast halt eben... Wer soll denn gefördert werden? Ja, da kommen wir gleich zu. Ja. Wir haben einige. Ja, bin ich gespannt. So, nächster Pick von Raw, Roman Reigns. Auch hätte ich nicht so tief Mann erwartet. Gut. Waren ja jetzt einige an der Spitze, die da vielleicht den Vorrang hatten. Roman Reigns gerade nach dem großen Skandal jetzt vielleicht auch den man nicht an erster Stelle das wollte ich gerade sagen, was fällt natürlich. Draften willst, möchte. Da möchte ich nicht den Fokus drauf haben. Absolut, war es nicht bei der NFL auch so, dass jemand eigentlich als Nummer 1 gehandelt wurde und dann gab es irgendwie einen kleinen Skandal. Den sein Stiefvater, was später rauskam, hat paar Minuten vor dem Draft oder eine Stunde vor dem Draft ein Video bei Twitter hochgeladen, wo der Kerl mit einer Gasmaske einen Bong raucht. Und NFL ist dahingehend, die sind sehr, ja. sehr, sehr... Und ich sehr denke, schön. Dann kann ein Roman Reigns an vierter Stelle... Doch absolut, ja klar, aber trotzdem ist sehr tief gefallen. Ne? Wäre der Skandal nicht gewesen, wäre absoluter Nummer 1 Pick gewesen. Ja, absolut. So, ja, was kann ich dir sagen? Ich möchte jetzt gar nicht mehr auf jeden Pick einzeln eingehen. Ich möchte jetzt mal kurz ein paar Picks zusammenfassen. Ne? Das heißt, gerade was die Women's Division angeht, du hast mit Charlotte wirklich one of a kind, keine Frage. SmackDown. Moment, ich habe nicht nur Charlotte, ich habe auch Sasha Banks. Sasha Banks ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben Becky Lynch. Ich habe auch Paige. Wir haben Becky Lynch. Wir haben die wohl hübscheste Frau im Frauenwrestling, Natalia. Wir haben Naomi. Wir haben Eve Marie. Und wir haben Carmella. Das hört sich ja an wie... Eine Sammlung von V-Plus-Playern. Und drunter. Na, Natalia und Becky Lynch sind schon wirklich... Ja, aber sie haben es nicht ganz nach oben geschafft. Ich kann aus einem vollen Pool schöpfen. Du hast gesagt, es muss Leute geben, an denen man sich messen kann, die die anderen ziehen müssen. Ja, aber jetzt mal faktisch. Charlotte ist one of a kind. Das beste Frauenmatch, was ich in den letzten Jahren mehr oder weniger gesehen habe, war Natalia gegen Charlotte. Ja. Also das ist meine persönliche Einschätzung. Sasha Banks gegen Charlotte war auch ziemlich stark. Da kommen natürlich die verschiedenen Geschmäcker mit rein. Ja. Absolut. Aber ganz ehrlich, wenn man die Wahl hat zwischen einer Sasha Banks, die unbesiegt ist seit einem Jahr, die jetzt zum SummerSlam mit Sicherheit geht, das große Titelmatch kriegt und so weiter und so fort. Für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass die nicht gedraftet wird. Überhaupt nicht nachvollziehbar. Jetzt kommen wir zur Zukunft. Da Becky Lynch davor. Mein persönliches Lieblingsteam von NXT war American Alpha. Mhm. American Alpha ist jetzt bei SmackDown. Ja. American Alpha wird von manchen Fans mit verglichen mit World Greatest Team von damals. Meine persönliche World Greatest Tag Team. World Greatest Tag Team. Meine persönliche Meinung, die können sogar noch geiler werden. Ja. Unabhängig davon, Apollo Crews. Moment, aber gegen wen können denn American Alpha sich dann messen?
Da sind ja alle Wege offen. Also. Gegen großartige, legendäre Teams wie The Ascension. Seit Monaten dominieren sie die Tag Team Division von WWE. Gegen Breezango, dieser riesige Hürde, dass sie zu lange unterm Solarium waren und die Haut zerfackelt wurde vor 2 Wochen, sind sie entkommen. Und gegen die Bot Williams, das ist auf jeden Fall, du kannst sagen, was du willst. Das ist auf jeden Fall eine frische Tag Team Division. Unabhängig davon, spinnen wir einfach mal rum. Und ich sage wirklich, spinnen wir rum. Ja, aber ist da ein Team, was mit denen irgendwie gehen kann? Was irgendwie einen Stellenwert hat? Na, was nehmen wir jetzt mal? John Cena plus Mojo Riley gegen American Alpha. Also Mojo Riley und Zack Ryder wären ja mit Sicherheit Team. Absolut, ja, klar. Ansonsten wären sie beide nicht da. Ja, nein, aber ich sage jetzt einfach nur Aber auch die. Ja, also die. Wir haben Apollo Crews. Top Teams. Apollo Crews. Kalisto, auch nicht verkehrt. Ja. Dolph Ziggler, eigentlich schon lange. So, ich habe bei Raw die Tag Team Champions, New Day, direkt 3-1. Also, dass man die früh pickt, ja, macht halt Sinn. Einfach 3 Leute kriegst du zum Preis von allen, ja. Dann haben wir die Dudley Boys, ja. Sehr, sehr spät gewählt, ja. Auch erst an Stelle 20 oder sowas. Shining Stars, Primo Epico, wrestlerisch sehr stark. Sind zumindest bei Raw, hätte ich mir auch eher bei SmackDown vorgestellt. Dann habe ich Luke Gallows und Karl Anderson zum Beispiel. Ja, Club ist getrennt, nicht? Ja, aber oder doch Gallows nicht. Und Anderson. Oder ja. Doch nicht. Genau, das ist jetzt die Frage. Ich gehe natürlich fest davon aus, beim Raw-Line-Up hier, dass der Club zusammengeführt wird, natürlich. Klar. Finn Bella mit Luke Gallows und Karl Anderson. Das kann natürlich sein. Bin ich gespannt. Absolut. Nein, also generell klar, vom Papier her klingt das definitiv nach dem interessanteren Roster. Und nichtsdestotrotz ist SmackDown in der ganzen Geschichte nicht unbewaffnet. Ich finde, es ist positiv, dass John Cena bei SmackDown ist. Das hätte vor 2 Jahren hätte das nie jemand gesagt, hätten wir da einen Draft gehabt. Ja. Man hat den aktuellen Champion bei SmackDown, was vor 2 Jahren genauso niemand gedacht hat. Ja, wie gesagt, ich denke nicht, dass nach dieser Woche es noch der aktuelle Champion sein wird. Man hat mit Styles den heißesten Einkauf diesen Jahres. Man hat definitiv den einen oder anderen Abkommer. Und man hat noch den einen oder anderen, bei denen es noch... Schon, nehmen wir Dolph Ziggler, nehmen wir Alberto Del Rio. Das sind ja alles Leute, die noch nicht am Ende ihrer Entwicklung sind. Enzo und Cass habe ich auch noch übrigens. Golden Truth, also Tag Teams sind einige hier. Und dann hätte ich noch so eine Kleinigkeit wie Brock Lesnar. Ja gut. Ja, Brock Lesnar ist auch bei Raw. Also Raw ist ganz klar, also da braucht man darüber nicht diskutieren. Raw ist einfach, Cesaro ist bei Raw, können wir gleich mal drüber sprechen. Neville ist bei Raw, Kevin Owens ist bei Raw, Sami Zayn ist bei Raw. Die beiden, die ewig gegeneinander gekämpft haben, jetzt bei Battleground haben sie das Final Match, danach werden sie getrennte Wege gehen. Macht natürlich total Sinn, dass man die auch in einen Roster reinpackt, dass sie wieder gegeneinander antreten müssen. Verstehe ich nicht. Wieso geht mir einer zu Raw, einer zu SmackDown? Das ist jetzt der Final Encounter. Erstmal. Lass sie getrennte Wege erstmal gehen. Also natürlich klar, wir haben alle vorher viel mehr erwartet, dass die Truppe bunter wird. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der hat gesagt, pass auf, warum wurde Nakamura nicht gedraftet? Warum nicht Bayley? Ganz einfach, du willst ja auch nicht komplett NXT alles weg. Finde ich auch völlig in Ordnung, nur für mich, um irgendwie diesen Draft ernst nehmen zu können, dann muss man sagen, okay, wir haben diese 5 Leute von NXT, die können von NXT hochgecallt werden. Oder man kann ja auch sagen, wir haben das NXT-Management oder Triple H hat entschieden, es gibt ein paar Leute, die können hochgedraftet werden. Die Leute stellen wir uns zur Verfügung, die sind soweit, die sind an dieser Stelle gerade und dann können die gewählt werden von den GMs. Dann hätten sie die Namen rausgeben müssen. Absolut, bin ich bei dir. Auf der anderen Seite wiederum. Auch da ziehe ich gerne meinen Querverweis zur NFL. Es gibt manche Kader, da denkst du, die wurden zusammengedraftet, zusammengekauft und du denkst, das wird nichts. Und dann würdest du dich wundern, was der ein oder andere Trainer aus diesem Kader machen. Also ich kann jedem mal die Doku auf Amazon All or Nothing von Arizona Cardinals vorschlagen. Das war nämlich auch so ein Team, so ein Loser-Team und der richtige Coach hat dann da draußen ein Winner-Team gemacht. Also ich bin sehr gespannt. Theoretisch, man kann auch aus dieser Besetzung ein Winner-Team machen. Ja? Absolut. Also ich meine, ich sehe da Demon Kane, ich sehe da Kalisto und Naomi. Naomi wurde gedraftet vor Leuten wie Apollo Crews zum Beispiel. Ja, das verstehe, wer will. Keine Ahnung. Aber wer auch immer das gedraftet hat, der hatte definitiv einen Plan.
Und in den Top 10 Kalisto zu draften, der nie irgendwas... War nicht US-Champ? Ja, er war US-Champion. Seitdem hat er alles verloren. Gib dem Ding 2 Monate und jetzt lass uns erstmal abwarten, wie hart die WWE das wirklich auch durchzieht. Ja, also verstehe ich nicht. Zu einem Zeitpunkt, zu dem Cesaro noch zu haben war, traurig, haben sie Demon Kane gedraftet, Kalisto gedraftet, Naomi gedraftet. Keine Frage. So, Cesaro ist richtig angepisst. Ob das jetzt worked war oder ob das straight out of the heart war und sie irgendwie das Ganze online gesetzt haben, weil sie irgendwie denken, naja, okay, machen wir jetzt irgendwie, ist ja auch okay mit der Brisanz oder sowas. Wir wissen die Hintergründe nicht, keine Ahnung, das können wir nur mutmaßen. Also, ich sag mal so. Ich habe mir SmackDown vorgestellt als die Show, wo Wert auf Wrestling gelegt wird, wo es richtig abgeht. Wenn ich SmackDown jetzt aufgestellt hätte, ich hätte als allererstes Cruiserweight Division in SmackDown eingeführt. Und dann hätte ich Tag Teams Exclusive oder Tag Teams als sehr, sehr hohen Stellenwert zu SmackDown gebracht. Ja, also ich hätte ganz viele Tag Teams mir rübergeholt. Ganz, ganz viele Cruiserweights mir rüber geholt und dann so eine Division gemacht. So, jetzt wurde angekündigt, Cruiserweight Division ist bei Raw. Exclusive für Raw. Das heißt, es werden zu diesen Leuten, die hier sind, noch ganz viele Cruiserweights rauskommen. Dazukommen. Wahrscheinlich auch aus dem Cruiserweight Classic Tournament natürlich. Haben wir gestern gesehen. War zweite Runde. Ja, können wir heute jetzt leider nicht drauf eingehen, aber natürlich eine ganz, ganz interessante Geschichte. So, jetzt... sehe ich halt, okay, sie haben die Cruiserweights nicht, die gehen zu Raw. Das heißt, das stärkere oder ein sehr interessanter Wrestling-Part ist dann bei Raw. Wir haben sehr, sehr viele starke Tag-Teams bei Raw. Wir haben eine Menge sehr starker Wrestler bei Raw, die aber bei Raw nie was gerissen haben einfach. Wie Cesaro. Ja, Cesaro ist natürlich ganz klar, ich meine, ich kenne Claudio Castagnoli persönlich, ich weiß, wie er ist und ich glaube es ihm einfach, dass er aus ganzem Herzen, er hat ja da die große Draftzeit damals, als die Roster getrennt waren, nicht so sehr mitgekriegt. Ganz am Anfang war er bei SmackDown, war sehr erfolgreich in der Zeit, ja, war da glaube ich auch US-Champion, wurde von Teddy Long damals rübergeholt, relativ schnell sind dann die Roster zusammengelegt worden. Und für ihn ist natürlich das Mindset, bei Raw, beim Flagship, kann ich es einfach nicht reißen. Er hat in seinem Statement gesagt, es ist immer wieder was passiert, es wurde ihm immer wieder ein Stein in den Weg gelegt. Er glaubt aktuell, also er ist frustriert. Er ist frustriert, definitiv. Das ist sein gutes Recht als Athlet, keine Frage. Es ist ein Recht. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. So, er hofft natürlich auf den Sprung zu SmackDown, weil er denkt sich, wenn ich ins kleine Roster reinkomme, wenn ich nicht die Konkurrenz habe, wenn ich nicht einen Seth Rollins da habe, einen Finn Balor da habe, einen Brock Lesnar da habe, einen Sami Zayn, einen Chris Jericho, einen Kevin Owens, einen Rusev, einen Neville, einen Sheamus, da sind so viele, die Leute erstmal vor ihn stellen würden. Nächster Punkt, den ich auch ganz krass fand, dass Dolph Ziggler so spät gedraftet wurde. Ja, also Dolph Ziggler zum Beispiel, also ich hätte es mir so gewünscht, dass SmackDown Raw zieht den Champion, zieht den nächsten Champion mit Charlotte, holt sich die Tag Team Champions. Ich hätte mich gefreut, wenn die einfach gesagt hätten, fuck off, wir brauchen keine Champions. Wir wollen die Stars für morgen. Ich finde AJ Styles in Ordnung. Dann hätte ich... Ganz kurz, bevor wir jetzt da komplett von abschweifen, weil ich will mal kurz meine Meinung dazu sagen. Zuerst einmal, ich kann nicht... Moment, aber ich habe meinen Gedanken noch nicht ausgeführt. Ja, du hast sehr gut angefangen. Moment, genau. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie halt mit völlig unorthodoxen Drafts halt loslegen. Von mir aus ein Dean Ambrose oben hin, okay. Aber dann hätte man doch mal ganz einfach... die ganzen Fan-Favorites, die ganzen Leute, die jahrelang unten gehalten wurden, dann als Nummer 2 boom, einen Dolph Ziggler, als Nummer 3 direkt mal einen Cesaro. Ja, da hätten die Leute sich gedacht, what the hell? Ja, wie kann man denn die sind doch gerade gar nichts. Ja, die sind gerade nichts. Aber wir wissen, ihr liebt sie, wir wissen, was sie drauf haben, wir holen uns sie jetzt rüber. Und wieso nicht einmal, dann halt direkt einen Finn Balor oder irgendwie einen NXT-Call-Up, dann American Alpha oder so. Und einfach, fuck egal, wer Champions sind und so, bei uns kriegen die Leute andere Chancen. Und dann hätte ich so gebrannt darauf, SmackDown in der nächsten Woche zu sehen, was wird da passieren. Und so... Ich persönlich glaube, es wird einfach nur die B-Show vom WWE. Wir sprechen uns in 4 Wochen, aber ich denke, es wird an der Spitze John Cena gegen den Randy Orton.
Fäden auf jeden Fall irgendwann nochmal in diesem Jahr, weil es sind die beiden größten Namen, die sie haben. Wir werden sehen. Dann vielleicht ein Kane gegen einen AJ Styles und solche Geschichten. Punkt bei Punkt. Zuerst einmal, ich kann nicht sagen, was bei Cesaro, was er sich denkt. Ich finde das auch immer so ein bisschen eine schwierige Aussage. Er denkt sich doch. Das ist immer eine schwierige Aussage. Entschuldigung, wenn ich dir da so mit einer Grätsche dazwischen fahre. Ja, unabhängig davon. Ich verstehe deinen Gedankengang und die Gefahr besteht. Die Gefahr war ja, das war ja damals nichts anderes. Raw war A-Show, SmackDown war B-Show. Absolut bei dir. Und ja, natürlich, man hat vor dem Draft was komplett anderes erwartet. Erstens. Zweitens kannst du es nicht allen recht machen. Aber drittens, und das ist der ganz, ganz große Faktor in dieser Geschichte. Hättest du jetzt zu Madame Gandhi wrestlerisch herausragenden Persönlichkeiten alle zu SmackDown gebracht? Und damit meine ich Leute wie Sami Zayn, Finn Balor. Nicht Finn Balor. Also Finn Balor, klar, aber das ist nicht der Punkt, auf den ich nicht hinaus will. Sondern ich meine, was weiß ich, Sami Zayn, Seth Rollins. Luke Gallows, Karl Anderson. Hättest du jetzt die alle mit rüber geholt? Das sind aber die Leute, die du die ganze Zeit bei Raw aufgebaut hast, die du die ganze Zeit aufgebaut hast. Und wenn das dein Flaggschiff ist und das dir mehr Geld einbringt. Wie aufgebaut? Die reißen ja nichts bei Raw. Schon seit Monaten dümpeln die in der Midcard rum. Seth Rollins? Nee, Seth Rollins. Über den Sami Zayn? Come on. Ja, ganz ehrlich, ein Sami Zayn, eine Woche verliert er, nächste Woche gewinnt er. Also er geht halt in der Midcard so. Jetzt wurde er von Demon Kane gesquasht, zusammen mit Kevin Owens. Kevin Owens kann ja immer passieren, weil Demon Kane ist jetzt bei SmackDown. Ja, immerhin. Vielleicht ganz gut. Also sagen wir so, ich freue mich ziemlich, dass viele Leute zu SmackDown abgezogen werden, die ich persönlich nicht so mag. Deswegen, also ich habe null Motivation, SmackDown zu schauen eigentlich. Miss mag ich zum Beispiel gerne, ich hätte Miss gerne bei Raw gesehen. Fand es auch völlig unnachvollziehbar, dass Daniel Bryan Miss wählt als jemanden, den er persönlich total hasst. Ich hätte es viel nachvollziehbarer zum Beispiel gefunden, wenn er Darren Young gewotet hätte, weil Darren Young trifft jetzt auf Miss. Darren Young in Begleitung von Bob Backlund, da könnte man auch einfach mal sagen, hier, bei Battleground trifft Darren Young auf The Miz, so wie der drauf ist. Und mit dem Coach nimmt er ihm am Wochenende den IC-Title ab. Wir holen uns jetzt den und der kommt als neuer IC-Champion nächste Woche. Sind wir uns sicher. Hätte ich total smart gefunden. Ich denke, den Mann, den er am meisten hasst im ganzen Roster, ich meine, die haben ja eine Fehde seit langer Zeit, den holt er sich als einer der Top-Drafts. Ich denke, Daniel Bryan und Shane McMahon werden sich was bei ihrem Draft gedacht haben. Und genau da wollte ich da eben vorhin drauf hinaus. Ne? Das habe ich auch Draft gesagt anstatt Draft. Die werden sich schon mal im Draft was gedacht haben. Und zwar ganz einfach der Punkt ist, wir wissen ja nicht, was sie da genau planen. Ja. Es wird definitiv nicht ausgelöst. Hoffentlich nicht. Also dafür ist das einfach ein zu großes Produkt. Also auch da wieder die Ambilente zum NFL-Team. Manchmal steht man da und man, das sind also diese What-the-fuck-Momente und vertraut mir, davon gibt es in jedem NFL-Draft X von. Und am Ende meistens stellt sich sogar raus, es war der richtige Schritt. Weil du weißt ja gar nicht, was du für dich brauchst. Guck mal, das ist ja in meinem wie so ein Team, das du hier aufstellst. So was brauchst du. Wir von außen sehen jetzt mit einem das und denken... Das Problem ist halt auch, wir wissen nicht, welches Team dahinter steht. Ja? Also wir hatten SmackDown vor einigen Jahren mit einer sehr schwachen Besetzung und sie haben eine Menge rausgeholt. JBL wurde rübergezogen, APA wurde gesplittet. Und der hat Time of My Life bei SmackDown gemacht und man dachte sich, what the fuck, als er rübergezogen wurde, Justin Hawk Bradshaw braucht doch kein Mensch. Damals stand Paul Heyman dahinter, ja, und hat jahrelang SmackDown versucht erfolgreich zu machen. Paul Heyman sagt heutzutage in Interviews, es war eine der frustrierendsten Zeiten seines Lebens. Er hat für WWE gearbeitet, der wirkte im Hintergrund, sollte ja keiner wissen, dass er es gemacht hat, ne? Und er meinte, dass er Vince nicht irgendwann totgeschlagen hat backstage. Jedes Jahr hat er gehofft, gib mir mal irgendjemand, mit dem ich arbeiten kann. Er hat alles versucht, aus den Talents zu machen, die er hatte. Sie haben immer wieder Leute weggenommen. Er hat Leute bei SmackDown aufgebaut, dann zack, sind sie zu Raw rübergesprungen. Er hat Cena aufgebaut, zack, haben sie Cena zu Raw rübergenommen. Damals Cena war US-Champion, es war klar, er wird im Main-Event gehen, sie holen ihn zu Raw rüber. Es ist natürlich klar, Raw ist die Nummer 1-Show, SmackDown ist die Nummer 2-Show. Das war aber beim damaligen Draft nicht klar. Die wollten eigentlich das gleichberechtigt machen. Im ersten Jahr von der Besetzung war es auch sehr gleichberechtigt. Jetzt sieht man natürlich, hier sind 3 Stunden, da sind 2 Stunden. Natürlich brauchen die mehr Leute. Ja, aber sie sind beide live, sie kommen beide zur selben Zeit. Das heißt, sie brauchen natürlich auch erstmal dieselbe Star Power, um Leute für eine
Show zu interessieren. Ja? Ob die jetzt 3 Stunden geht oder 2 Stunden, das interessiert im Endeffekt auch keinen, weil die ersten 2 Stunden müssen halt interessant genug sein. Nitro war auch mal 3 Stunden, Raw war 2 Stunden. Trotzdem brauchte Raw genauso die Aufhänger wie Nitro, das ist auch ganz klar. Wir werden sehen. Also ich befürchte eine ganz schwache B-Show. Ich lasse mich gerne von was anderem überzeugen. Ich bin durchaus gespannt auf das eine oder andere bei Raw jetzt. Lustigerweise, obwohl man ja nur Leute weggezogen hat und man hat nur ein NXT-Call-Up bei Raw, glaube ich, Finn Bella. Ich überlege gerade. Also kam auch noch dazu, dass ich mit Carmella, die dann auch noch als Letzte reingedraftet wurde, und Alexa Bliss, sehe ich nicht als 2 Leute, die man unbedingt im Roster haben muss. American Alpha hingegen finde ich super. Ja, also ich denke, es ist eine sehr, sehr coole Sache. Ich finde es schade. Also ich hoffe halt auf Gegner für sie. Jetzt gibt es natürlich diverse Gerüchte, dass jetzt irgendwelche Leute starten in nächster Zeit. Wenn die jetzt nächste Woche SmackDown loslegen und auf einmal, bam, kommt das World's Greatest Tag Team, Charlie Haas und Shelton Benjamin zurück, dann flippen wir natürlich alle aus. Shelton Benjamin soll laut Gerüchten ein Angebot vorliegen haben. Genau, soll ein Angebot vorliegen haben. Wissen wir aber nicht. Können wir nicht an dieser Stelle sagen. Ich sage nur vom Grundbaustein her, finde ich ein bisschen schwierig, weil ich konnte einfach Daniel Bryan und Shane nicht mehr ernst nehmen. Bei den Leuten, die sie sich ausgesucht haben. Und es wirkte ja auch so, sie standen da, den wollten eigentlich wir. Oh nein, jetzt müssen wir uns nochmal umüberlegen. Naja, dann nehmen wir halt Becky Lynch. Und wenn es ihre Intention war, dass SmackDown einfach deutlich mit einer schwächeren Besetzung startet, dass man sich halt denkt, oh, was ein Mist, da können sie kaum was draus machen, dann hat das gut geklappt, ja, dann hat man das gut rübergebracht bei mir. Und wenn sie jetzt halt ganz viele Leute irgendwie dazu holen und dann gibt's auf einmal Bam und es kommen ganz tolle Kombinationen, die man vorher nicht erahnen konnte. Ich hätte zum Beispiel auch einen Kane interessant gefunden bei SmackDown. Moment. Achso, ja, doch, ist er jetzt bei SmackDown. Genau. Ja, ich meine, Kane ist zumindest im Zusammenspiel halt mit Daniel Bryan recht interessant, ne, weil die einfach eine große Vergangenheit haben. Cesaro hat dagegen geshootet, wir wissen nicht, ob es ein richtiger Shoot war, aber er hat gesagt, es sollte nicht der Fokus auf den General Manager und Commissioner liegen, sondern halt einfach mal irgendwo auf den Leuten, die wrestlen im Ring, und die Zuschauer wollen das ja auch gerne sehen. Hat er meiner Meinung nach recht, wobei ich der Letzte bin, der ein tolles Unterhaltungsprodukt da irgendwie in der Führungsetage nicht gerne sehen möchte, ja, ich finde es super. Meiner Meinung nach ist aber Stephanie, braucht einfach mal einen Charakterumschwung, also es ist jetzt auch, keine Ahnung, die Frau hat einen Bombencharakter. Also unterm Strich, das kann man einfach so sagen, unterm Strich, bevor du dir jetzt die Seele aus dem Leib kotzt. Ja. Unterm Strich bist du im Moment... Stephanie, McFoley, Shane, Daniel Bryan. Du bist also im Moment sehr, sehr unzufrieden. Ja, sehr unzufrieden. Faktus ist, und das kann ich jedem einfach nur ins Herz legen, schaut es euch an, seid Fans und lasst euch überraschen. Und wenn in einem Monat du recht hast mit allen drum und dran, dann schuldest du mir auch kein Eiran mehr. Kam halt zu spät, deswegen der Eiran. Ja, ich bin gespannt. Also, genau, an dieser Stelle, ganz kurz übrigens noch, also Paul Heyman will ja, zögert angeblich sehr mit der Vertragsunterzeichnung. Deswegen, noch kurz in England bei Revolution Pro. Genau, Pro, genau, ja. Revolution Pro. Ja, sehr interessanter Mann, sehr wichtiger Mann, meiner Meinung nach, für das Produkt. Ich erinnere mich an einen Eric Bischoff, an einen Paul Heyman, an Stephanie damals, wie da der Draft aussah und was das für eine Konkurrenz war. Wir wollen die Besten. Oh, Der Draft wurde ja damals nicht komplett durchgezogen. Das waren ja immer nur so 5 oder so. Naja, Moment, es gab ja den Ursprungsdraft und dann gab es ja Draft Lottery. Es sind ja dann Leute geswitcht einfach. Genau, ne? Genau. Es war irgendwie alles ein bisschen sehr unübersichtlich mit der Zeit. Ja, und die wurden ja auch gelost. Ja, also das war natürlich eine andere Geschichte, aber im allerersten Jahr, als sie die Roster geteilt haben, da kamen ja auch die Leute, die gewählt wurden, die kamen ja dann raus. Und da konnte man ja auch noch untereinander verhandeln und sagen, hier, ich gebe dir ein besseres Angebot, komm zu mir rüber in die Show.
Und solche Geschichten. Also da wurde ja viel noch gewechselt und da ist wirklich viel passiert. Das war sehr, sehr interessant und sie waren sehr skrupellos. Eric Bischoff war unglaublich skrupellos. Wir erinnern uns, also er hat sogar vor kurzem einen Tweet gesagt, so man sagt niemand, er wurde vor kurzem in einem Tweet gefragt, könntest du dir mal vorstellen, in der WWE zu arbeiten? Ja. Dann hat er gesagt, ich habe im Moment andere Aufgaben. Und dann wurde er irgendwie ein paar Tage später oder so, vielleicht kriege ich das auch gerade ein bisschen durcheinander, wurde er nochmal gefragt und sagte, er sagt niemals nie. Ja, ist immer so. Genau, aber mein absoluter Favorite Moment aus dieser Ära damals, die Hochzeitszeremonie von Billy und Chuck, wie sie vor dem Altar standen und der gealterte Pastor, und ich habe es in dem Alter, ich weiß nicht, wie es heute aussah, ich hätte niemals gedacht, dass es Eric Bischoff ist. Und als er sich die Maske runtergezogen hat und wie er über Leichen gegangen ist und in das andere Roster rein und die Leute fertig gemacht und Hauptsache, er kriegt die besten Leute zu sich. Also grandios. Hat mir unglaublich gefallen. Ja, mal schauen, was draus wird. War schön. Da fehlt mir ein bisschen das Konkurrenzverhältnis im Moment. Ich fand, es war eine schöne Promo bei Raw, als Mick Foley und Daniel Bryan sich jetzt gegenüberstanden und gesagt haben, so, das ist jetzt wirklich Konkurrenz. Es hat so ein bisschen so ein Feeling bei mir geweckt, aber ist dann irgendwie auch wieder verpufft. Ja, darfst du nicht vergessen. Also Eric Bischoff und Paul Heyman haben eine andere Vergangenheit als Daniel Bryan und Mick Foley. Ja, und ich denke, Mick Foley ist mittlerweile halt auch ein bisschen älter. Er hat nicht mehr das Feuer wie damals. Sehe ich persönlich so, aber ich lasse mich auch gerne als Besseren belehren. Die Frage, bevor wir jetzt hier gleich Zappenduster machen und die Leute in die Sommerpause schicken, ist, Ingo, du als GWF Matchmaker, nochmal zurückzukommen auf den GWF-Event, der nämlich stattfindet, Battlefield, Huxley's, am 3. September, 3.9. Ich bin ja aktueller GWF Tag Team Champion. Ja. Also bisher habe ich nichts mitbekommen, gegen wen ich und mein Tag Team Partner, mein kleiner Bruder, kämpfen. Ja. Wir müssen uns ja irgendwie vorbereiten. Das heißt, wir müssen uns ja irgendwie... Ja, ich kann dir einfach raten, fahr in den Urlaub, nimm dir ein bisschen Auszeit, relax, stehle deinen Körper und bring dich in die letzte Zeit. Ja? Und wenn wir uns hier wiedersehen in 4 Wochen, dann wirst du auch mehr Informationen kriegen. Aber lass nicht aus dem Hinterkopf, auch wenn ihr Tag Team Champions seid, 30 Mann in einem Ring. Das ist die nächste Frage, Ingo. Und es gibt keine Freunde. Doch. Es gibt keine Freunde. Nur einer wird der Top-Contender auf den GWF. Ist richtig, aber du darfst eins vergessen. Mein größter Freund ist mein kleiner Bruder. Das heißt, zwischen Brüdern, dieses Band ist einfach stärker als zwischen, du wirst niemals was finden, was du zwischen mir und Lucky stellen kannst. Vertrau mir. Niemals. Ja. Das wird dir Lucky genauso beantworten. Unabhängig davon. Welche Nummern bekomme ich? Die Nummern werden erst am Abend gezogen. Verdammt. Verdammt. Also ihr seht, ich weiß genauso viel wie ihr. Ja. Seid dabei, wenn es wieder losgeht im Huxley's. Huxley's ist so eine historische Halle. Und das muss ich erstmal sagen. Immer wenn wir haben ja immer wieder Gäste aus aller Welt. Und der VDB war damals schon dort. Ja, absolut, unabhängig davon. Wir haben aber Gäste aus aller Welt. Und manche kenne ich noch von damals. Und deswegen bin ich ziemlich cool mit denen. Und manche lernt man halt eben so kennen. Und man kommt halt eben irgendwie ins Gespräch. Und immer wenn ich den Leuten erzähle, das ist eine richtig historische Musikhalle hier in Berlin. Also da sind ja Bands aufgetreten wie Bloodhound Gang, Rammstein und hast du nicht gesehen. Da sind die alle ziemlich begeistert. Allgemein von der Halle sind die ziemlich begeistert. Ich höre zwischendrin von Fans so Shake und die Stimmung und sowas. Jungs, das Huxley's das ist quasi wirklich eine historische Halle. Ja, die Stimmung ist ja absolut Bombe mittlerweile. Wollte ich sagen. Ja, also ihr seht ja manchmal im Hintergrund die Bilder und genau, also Summer Smash, da sieht der PJ Black gegen Ivan Kiev, war ein ganz großartiges Match, auch wie es da abgegangen ist. Und das war sozusagen in der Sommerflaute, ne? Und trotzdem war da immer noch Halligalli und es ging richtig ab. Ich denke, wenn wir jetzt wieder so richtig in die Saison starten im September, dann sind da keine Grenzen gesetzt. Im Oktober wird es direkt 2 Tage nacheinander geben, 7., 8. Oktober. Und im November gibt es dann das ganz, 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 ganz große Highlight. Wir gehen in eine ganz starke GWF-Saison rein. Das wird sehr, sehr interessant. Natürlich auch am 3. September sehr interessant, dass wir zum allerersten Mal Women's Wrestling Revolution, eine reine Frauenshow mit Sweet Soraya, der Mutter von Paige, mit Xia Brookside, der Tochter von Robbie Brookside. NXT-Trainer. NXT, einer der Head Coaches. Ja, absolut. Ganz einflussreicher Mann bei WWE.
Ich denke natürlich, dass WWE auch ja, ein bisschen rüberschauen wird. Lesnar ist Champion, wird den Titel verteidigen. Genau, eine der erfolgreichsten Frauen, die wir jemals in Europa hatten. Vielleicht weltweit die, erfolgreich. Die Frau, genau. Sie war bei Shimmer, sie war in Japan, sie hat da ganz, ganz viele große Erfolge gefeiert. Und ja. Und Nikita wird auch dabei sein, oder? Ja, Blue Nikita, da gibt's so ein bisschen, oh, okay. Genau, das können wir jetzt nichts zu sagen, aber Shanna wird zum Beispiel dabei sein, die auch in den USA sehr erfolgreich war. Ja, die ist jetzt gerade bei Stardom. Genau, und war auch bei TNA zwischendurch zumindest mal zu Gast. Das weiß ich jetzt ja, nicht. Soweit ich weiß. Und das sind ja noch nicht alle, da werden noch einige weitere Ankündigungen. Das ist erst nur am Nachmittag und am Abend kommt noch was dazu. Was mache genau. Ich denn jetzt als Fan, wenn ich sage, ich will beide Shows sehen? Dann geht man einfach auf gwf-wrestling.com und holt sich das Kombi-Ticket. Also ich kann Folgendes sagen. Jungs, Mädels, Fans, meine Damen und Herren, verpasst es nicht, wirklich verpasst es nicht, ein Teil der zweiten Jahreshälfte der GWF zu sein. Auf gar keinen Fall. Und was du ja auch sehen musst, das hätte ja auch niemand gedacht, PJ Black ist amtierender Berlin Champion. Der Kampf gegen Doug Williams, habe ich gesehen. Gegen Doug Williams. Und er hat, im Ring erzählt, bei der letzten Veranstaltung, bei Summer Smash, meinte er, nach dem Main Event ist er rausgekommen, hat Doug Williams die Hand geschüttelt und hat halt gesagt, Doug, vor 5 Jahren war es so, da war ich in England und da hat man mir gesagt, du darfst gegen irgendjemanden ein Match haben, ja. Ganz egal, welcher Engländer, du bist hier drüben, der Promoter hat gesagt, such dir jemanden aus, ich besorge ihn dir. Und er hat gesagt, gegen Doug Williams. Ich will Doug Williams, der ist einfach in England die Nummer 1. Granate, die ich haben möchte. Absolut. Genau, die absolute Nummer 1. Er hatte das Match gegen Doug Williams, hat das Match verloren. Er hat gesagt, so, und an dieser Stelle jetzt, Doug Williams hat den World Champion gefordert, den Heavyweight Champion, Pascal Spalter. Er hat gesagt, nö, hau ab. Ich werde dir keinen Titelkampf geben, und hat er gesagt, hier, um den Berlin-Titel, Doug Williams gegen PJ Black. Und egal, wer gewinnt von den beiden, also es ist einfach eine riesen Bereicherung. Ich würde auch sagen, es ist ein internationales Traummatch. Ja. Das Problem war, Lucky und ich waren ja nicht da. Wir wurden ja Tag Team Champions in einer anderen Liga. Genau. Wir sind mittlerweile in Deutschland in vier Ligen Tag Team Champs. Ja. So viel dazu. Also wer auch immer bei Battlefield kommt, zieht euch warm an. Meine Frage hingegen ist das folgende. Ich bin ein ziemlicher Athlet, deswegen verstehe ich Cesaro absolut in jedem Moment. Man, als Athlet ist man nie zufrieden. Das heißt, mein Ziel in dem Moment, wo ich durch den Vorhang gehe, in dieses Battlefield-Match hinein, ist Erfolg. Ja. Erfolg ist alles. Ja. Zweiter Platz ist der erste Platz der Verlierer. Ja. Bei mir kann dabei sein, ist alles. Also, entweder bist du der Gewinner oder du bist der Verlierer. Wenn ich das Ding jetzt nach Hause bringe, oder mein kleiner Bruder, den ich das genauso vom Herzen gönne. Ja, was ist denn, wenn ihr beide am Ende im Ring seid? Das wird nicht passieren. Wie, das wird nicht passieren? Schmeiß ihn vorher raus. Nein, das wird nicht passieren, dass wir uns gegenseitig rausschmeißen. Hoffen wir einfach mal, dass das nicht passieren wird. Naja, aber wenn ihr beide, der zweite Platz ist der erste Platz der Verlierer. Also stehst du da und Lucky steht da. Ja? Ihr seid beide Top-Athleten. Ihr arbeitet euch bis zum Ende durch. Da ist der eine, da ist der andere. Was passiert dann? Bei uns Südländern ist es mit dem älteren Bruder, dass man sehr, sehr schön drauf aufschaut. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Das heißt, Lucky muss dann raussteigen, oder was? Ich würde ihn niemals rausschmeißen. Sagen wir es so. Unabhängig davon. Ey, fairer Wettkampf untereinander muss er unter ja, Bruder. Ja, aber er wirklich auch niemals rausschmeißen. Das hat was mit Respekt, Familie, Blut. Ja, was ist denn das für eine Quatschaussage? Mal unabhängig davon. Wenn ich das Ding jetzt nach Hause bringe, wann kann ich meinen Titelshot erwarten? Deinen Titelshot kannst du im November erwarten. Im November, 21 genau. Jahre Berlin. Ja, 21 Jahre Berlin im November. Oh, das aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Liebe Zuschauer, wir gehen somit in die Sommerpause. Wir melden uns nach dem 21. August, nach dem SummerSlam wieder. In der Woche nach dem SummerSlam geht's weiter mit dem nächsten Knockout. Zwischendurch werdet ihr mal ein Special kriegen. Leben eines Wrestlers haben wir aufgezeichnet, wird es irgendwann mal zwischendurch geben. Ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Sommer. Ja, schaltet wieder ein, aktiviert YouTube wieder, wie auch immer man sagt. Wenn wir zurück sind Ende August, wir freuen uns sehr darauf. Es wird ein heißer Wrestling-Herbst und genau, genießt den Sommer bis dahin. Danke, Tarkan Aslan. Danke euch. Ein Jahr lang Knockout. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei, wie wir hier über die Roster gestritten haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.